Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind stehen geblieben hier in der Mühle bei diesem netten... was ist denn das eigentlich? Brotkastenspieler, nee, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber mir ist eingefallen, dass wir etwas vergessen hatten. Und das werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch holen. Nämlich im Soras Reich, wie man wahrscheinlich gemerkt hat, habe ich ja gesagt, dass es unter dem da wo Lord Yabu Yabu war, dass es da was gibt, und das haben wir uns halt einfach nicht geholt wegen meiner Inkompetenz. Das holen wir uns noch schnell ab und dann geht's für uns auch schon weiter in den nächsten Tempel, genau. Oh, Epona steht sogar noch perfekt da oben. Dass wir da nochmal schnell hinreiten können. So, dann ab zum Pferd. Und ich entschuldige mich nochmal, dass in letzter Zeit so wirklich richtig wenige Videos kamen. Ja, mach zurück. So. Hör mir jetzt auf, du Kack. Geist. Ach, egal. Komm. Boah, Alter. Ja, genau. Jetzt, wo ich treffe, verschwinde. So. Nee. Jetzt lass mal. Was bin ich eigentlich für ein Mongo? Ich komme mit Epona da eh nicht rüber. Egal. Und schon wieder nach. Oh man. So. Ja. La 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 la. Jetzt müssen wir da ernsthaft erstmal wieder hinlaufen. Für diesen ekelhaften. Schatz, Schatz, ich will das Schatz. Oh, Auge juckt. So. Unnötige Info, aber trotzdem. Ja, 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 komm. Da. Ach so, das fliegt noch weiter hinter. Habe ich gerade nicht dran gedacht, egal. Es wird schon wieder Tag. Das ist aber schnell gegangen, würde ich mal sagen. Oder ich war einfach richtig langsam. Oder es kommt mir einfach nur so vor, weil ich richtig behindert bin. We are playing Zelda's Lullaby. Ja, Ultra-Realismus wegen einem Lied spaltet sich der Wasserfall in zwei und wir können hindurchspringen. Und ja, jetzt schneit's. Sogar in dieser Höhle schneit es. Wohlgemerkt in einer Höhle. Jetzt hier rum, dann hier rum. An dieser Stelle grüße ich mal eine Freundin von mir. Hallo Spatz, du bist die geilste. Auch erledigt, habe ich nämlich versprochen. So, aber jetzt ab ins Wasser. Da ist der Kokiri-Wald. So. Erstmal speichern.
yeah. Oh yeah. I'm drowning now. Und nein, komm. Oh mein Gott, ein Herzteil. Damit dürfen wir jetzt auch wieder einen kompletten Herzcontent haben. Ja, Mann. Zweite Herzreihe. Ui, schick, schick. Mit der zweiten Herzreihe. So, jetzt geht's aber nur noch... Ups, Entschuldigung, habe ich auch so sehr das Mikro geschlagen. Jetzt geht's nur noch nach oben. Und dann ab in den Tempel. Tempel. Der Tempel, den ich am meisten hasse in diesem Spiel. Komischerweise mache ich aber generell beim Spiel nicht so die Wasserlevel. Aber naja. Kann man nichts machen. So, was... Okay, ich versuche jetzt das Lied nochmal zusammenzukriegen. Nee. Nee. Bam! Dum, 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 dum. So, jetzt sind wir am Hylia See. Lake Hylia. Und es regnet wie aus Vögeln. Oh Mann, ich habe vor allem Schiss vor diesem Tempel, weil wenn sich im Start durch das Startmenü wieder das Spiel aufhängt. Weil wir müssen ziemlich oft die Schuhe wechseln, vor allem. Und das könnte richtig nervig werden. Aber erstmal cool, dieses komische Kristallteilviech aus dem Tempeleingang ziehen. War es schon immer hier? Ich weiß nicht, irgendwie sieht es hier mit dem Emulator der Eingang echt komisch aus. Ja gut, egal. Brauchen uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Ja, er schwimmt mit Stahlstiefeln. Läuft bei dir, Link. So. Schade, dass man den nicht oben in die Toolbar legen kann oder auf irgendeinen Knopf fürs schnell anziehen. Das haben sie ja bei den Nachfolgern echt gut gelöst. Oh Mann, dieser Tempel. Da könnte ich noch Blut und Tränen heulen, hä. Genatzt. Ah, nee, fuck die Dinger. Stirb! Stirb, Kartoffel! Geil! So, hier. Oh, Mann. Sag mir jetzt nicht, das ist der falsche Gang und ich... Ja. Wahrscheinlich. Kann ich hier jetzt gar nichts machen. Natürlich! Och Mann. Ich bin als Kind damals schon in diesem Tempel echt nie weitergekommen. Bis mir von meinem besten Kumpel, der hatte das Spiel nämlich auch, und der Vater von dem, der konnte das richtig krass. Der hat dann den Wassertempel für mich gemacht. Weil den hat von uns keiner geblickt. Okay, vor allem ich. Ich war 3, 4 Jahre alt. Und dann hat der uns den Tempel gemacht. Ist im Nachhinein betrachtet irgendwie schon traurig. Aber gut. 3, 4 kannst du ja nicht so viel machen. Aber naja, es ist keine Entschuldigung. Dafür, dass ich schlecht war. Richtig schlecht. Hier. Ist der Eingang. Da kommen wir, da müssen wir nachher hin, um die Wasserspiele wieder zu steigern. Ist da? Ne, die ist. Okay, dann müssen wir in den Keller mit uns. Wir Kellerkinder. Blub. Okay, da kommen wir jetzt schon wieder mal nicht rein. Welch Wunder. Müssen wir den Wasserspiegel erst auf ganz unten senken. Was wir jetzt machen, wenn die Bäche reingehen. Ach nee, das ist der falsche Gang. Okay. Läuft bei mir. Dann war's der Gang. Komm schon, der Gang war's jetzt.
Was kommt da noch dazu? Spikes. Spikes. What the fuck? Oh. Wenn ich mich recht entsinne. Link? Du bist Link, oder? Ich bin es, Ruto, deine Braut. Die Prinzessin der Soras. Was? Never! Ich werde nicht vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 Jahre lang warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Suras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Wenn es eingefroren ist, macht das schon Sinn, dass es über und über mit Eis bedeckt ist. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Suras wurden noch nicht... Naja, du weißt schon, was ich meine. Sie sind alle elendig krepiert. Ich will sie retten. Alle. Ich will Suras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frauen, für die Frau, die du heiraten wirst. Link, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg, folge mir und beeile dich. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, in dem Tempel ist, finde ich, den Zwischenboss 1000-mal schwieriger als den verkackten Endboss. Weil der Zwischenboss ist schon so ein richtiges Arschloch. Werden die meisten ja von euch dann wahrscheinlich auch wissen, wenn sie das Spiel gespielt haben. Kann man aber nichts machen. Oh cool, wir können nicht in die Ego-Perspektive. I spend my head right round. Ja, natürlich. Der Stachelstein! Ziele mit deiner Distanzwaffe auf ihn, wenn er wie ein harmloser Stein aussieht. Mama. Mama. Ah, komm. Ja, oha. Schockt mein Leben. Okay. Lief doch ganz gut so. Die ersten Gegner des Tempels. Und so habe ich eine Kiste. Oh ja, Kiste. Hat man dafür nicht irgendwas bekommen? Dann halt nicht. War das irgendwo anders? Das ist 100 pro die Karte. Viel zu einfach für einen Kompass. Das ist wahrscheinlich der Kompass. Nein, die Karte. Die Dungeon-Karte. Nein. Du hast verkackt. Hallo, Knopf. Warum geht der Knopf nicht? Endlich hat es geklappt. Denn der Link ist doof. Nicht. Link ist der Superhero. Er ist der Superhero. Mit der Kommandierung. Scheiße. So. Wir brauchen. Ich bediene mich mal kurz und Dienst Feuer Infernalium. Und öffne die Tür. So, mal schauen, was hinter dieser Tür lauert. Na, ganz toll. Mein Lieblingsgegner. Gesindel aus dem Spiel. Habe ich mir früher richtig schwer getan. Hey, aber es hat geklappt. Es gibt einen kleinen Schlüssel, komm. Sagen wir, es gibt einen kleinen Schlüssel. Es gibt einen kleinen Schlüssel, komm schon. Dö. Kleiner Schlüssel. So. Komm, hier war das. Mann! Egal. Dann beende ich an dieser Stelle nochmal den Part und ich grüße nochmal meinen Spatz
Du bist immer noch die Geilste. Ich bedanke mich fürs Zugucken und schaltet beim nächsten Part wieder ein. Wenn ihr mir auf Facebook folgen wollt, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, dann im Link ist die Beschreibung. Einfach auf Gefällt mir drücken und bis dahin. Cheerio.